Das hier ist Julia Klöckner, Little Miss Sunshine der Lebensmittel- und Agrarindustrie. Sie will mal ganz groß in der Wirtschaft rauskommen und bandelt dafür schon mal mit den großen Bossen der Wirtschaftswelt an. Am liebsten hätte sie wohl einen Posten im Aufsichtsrat von Nestlé. Da muss man ja nicht so viel machen bei der ganzen freiwilligen Selbstverpflichtung. Wenn ihr im Duden unter Lobbyismus nachschlagt, dann findet ihr da ein riesiges Bild von Julia Klöckner, unserer Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Egal wann und wo diese Frau auftaucht, sie hebt immer den moralischen Zeigefinger und sagt dem Verbraucher, na na na, das darfst du so nicht machen, da muss sich was ändern, der Verbraucher muss etwas ändern. Und momentan dreht sich die Debatte um die Wertschätzung von Lebensmitteln. Und da sagt Frau Klöckner, Moment mal, die Deutschen, die geben doch viel zu wenig für Lebensmittel aus. Ja, die geben 1-2% weniger von ihrem Gehalt für Lebensmittel aus, als jetzt beispielsweise die Italiener oder die Franzosen. Und ich muss sagen, also das ist ja wirklich so eine Milchmädchenrechnung oder soll ich eher sagen Weinköniginrechnung. Natürlich, klar, wenn Leute mehr verdienen oder die Lebensmittel billiger sind, wie es hier in Deutschland der Fall ist, dann gibt man natürlich prozentual gesehen weniger Geld dafür aus. Das ist ganz klar, aber das scheint auch Frau Klöckner gerne zu ignorieren. Hauptsache, sie hat irgendwelche Zahlen, die suggerieren sollen, oh, ich habe da ein Fundament, worauf ich aufbauen kann und deswegen kann ich eben mit diesem moralischen Zeigefinger kommen und euch sagen, so geht's aber nicht weiter. Und ja, es ist sicher ein Problem, dass wir in Deutschland wahnsinnig billige Lebensmittel haben. Ja? Also ich habe erst letztens gesehen beim Discounter, 5 Euro für 1 Kilo gemischtes Hack. Ja? Das kann nur, verzeiht mir den Ausdruck, scheiße sein. Es kann nur Billigfleisch sein, das kann nicht schmecken. Und ja, auch ich habe schon mal sowas gekauft vor langer, langer Zeit. Und wenn du das irgendwie in die Pfanne schmeißt, dann hast du am Ende irgendwie nur noch 30% von der Masse oder von dem Volumen dieses Fleisches. Das ist einfach, ja, es ist nicht gut. So, das Problem ist aber jetzt, man kann den Verbrauchern noch so viel mahnen, da zum Beispiel besseres Fleisch zu kaufen, von mir aus Biofleisch zu kaufen oder teures Fleisch zu kaufen. Das funktioniert aber so nicht, ja. Also sie macht dann wieder hier den moralischen Zeigefinger und sagt, kauft doch einfach anständiges Fleisch. Sie hat dann noch sowas fallen lassen wie, ja, ihr kauft ja auch teure Handys, dann wird es ja wohl kein Problem sein, anständiges Fleisch und anständige Lebensmittel zu kaufen. Ja, das Problem ist aber, beim Billigfleisch, wenn du in den Discounter gehst oder wenn du in den Supermarkt gehst, dann ist halt 90% des Fleisches sind dann Billigfleisch. Ja, da kannst du ja gar nicht auswählen und sagen, okay, ich nehme das, weil irgendwann ist das ja auch weg. Also es kann gar nicht jeder anständig gut produziertes Fleisch kaufen, weil es das gar nicht gibt. Das interessiert aber Frau Klöckner gar nicht. Sonst könnte sie ja eben nicht hier mit dem Zeigefinger kommen und sagen, du böser Verbraucher. Frau Klöckner macht es sich auch noch ganz besonders einfach, indem sie sagt, naja, es wird ja nur produziert, was der Verbraucher kauft. Das stimmt eben nicht. Dieser Blödsinn wird uns ein Leben lang eingeredet, ja, dass der Verbraucher entscheidet, was produziert wird. Das ist absoluter Bullshit. Ja. Es ist nie jemand auf die Straße gegangen und hat gesagt, ich brauche Milch für 50 Cent, wie viel auch immer, wie wenig jetzt Milch kostet im Moment. Oder ich brauche billig Gammelfleisch oder Billigfleisch, ja. Ich will 5 Kilo für 1 Euro oder sowas. Das wollte nie jemand. Natürlich, die Menschen haben Produkte gekauft, die Menschen haben mehr verdient mit der Zeit, also haben sie mehr Produkte gekauft, ganz normal. Und dann könnte man ja sagen, okay, und irgendwann ist halt Schluss. Ja? Man kann dann nur bis zu einem gewissen Volumen gute Lebensmittel produzieren und dann kommst du halt morgen wieder in den Supermarkt und kaufst halt morgen wieder was, wenn es halt heute alle ist. Ist ja nicht das Problem. So tickt natürlich der Kapitalismus in die Wirtschaft nicht. Ja? Die sehen, okay, der Verbraucher hat mehr Geld, der Verbraucher kauft. Jetzt müssen wir aber auch vielleicht die Verbraucher erreichen, die nicht ganz so viel Geld haben. Wie machen wir das? Wir machen viel und wir machen billig. So. Und das ist nicht vom Verbraucher gewollt gewesen. Bin ich mir ganz sicher. Also ich will das nicht. Ich stelle mich da nicht hin und sage, ich brauche Billigfleisch. Ja? Und es wird auch immer so getan, weil Menschen das kaufen, dass sie dann damit auch gleichzeitig sagen, sie wollen Billigfleisch. Nein, das wollen sie nicht. Sie wollen anständige Löhne und sie wollen anständige Lebensmittel. Das wollen die Verbraucher. Niemand ist jemals auf die Straße gegangen und hat gesagt, ich will, dass der Milchbauer von seinen Preisen oder von seiner Milch nicht leben kann. Hauptsache, ich habe für ein paar Cent Milch. Ja? Das hat die Wirtschaft zu verantworten, das hat die Industrie zu verantworten, das hat die Politik zu verantworten, weil sie da niemals Grenzen gesetzt hat.
Ja, jeder Scheiß darf so billig wie möglich produziert werden. Und das massenweise. Und natürlich bringt das halt dann auch Kohle rein. Ja? Je mehr Menschen sich was leisten können, je billiger das ist. Scheiß auf die Qualität. Hauptsache, das Geld kommt rein. Und da ist Frau Klöckner tatsächlich so dreist und sagt, ja, wenn man nicht bereit ist, für Milch mehr zu zahlen als für ein Brausegetränk, ja, dann bekommt man halt sowas. Und dann ist der Verbraucher daran schuld, dass der Bauer von seiner Milch, von seiner Produktion nicht leben kann. Also manchmal könnte ich dieser Frau echt an den Kragen springen. Ne? Eigentlich könnte ich es immer. Also furchtbar diese Aussagen, absolut gelogen. Ja? Der Verbraucher macht nicht die Preise. Das ist absolute Idiotie. Die Preise und den Preiskampf, der wird ausschließlich ausgetragen zwischen den Supermärkten und Discountern, beziehungsweise unterschiedlichen Unternehmen da eben. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Die drücken die Preise, ja. Die kaufen so billig wie möglich ein. Die sagen halt dem Bauern, nee, ist nicht. Dann verkaufen wir halt dein Zeug nicht, wenn wir das nicht so und so billig verkaufen können. Und sie können ja die Preise drücken, weil sie diese Masse haben. Die kriegen ja die Milch nicht von einem Bauern. Sie kriegen das von den Molkereien, die wiederum von zig Bauern beliefert werden. Da kann man natürlich Preise wahnsinnig stark drücken. Ja? Das macht nicht der Verbraucher. Der Verbraucher entscheidet nicht mit dem Geldbeutel. Verabschiedet euch bitte von dem Gedanken, dass der Verbraucher irgendetwas mit dem Geldbeutel entscheidet. Das stimmt so einfach nicht. Ja? Das ist einfach die Konkurrenz. Das ist der Markt, der tun und lassen kann, was er will, weil, und jetzt kommen wir nochmal zu unserer schönen Bundesministerin Klöckner, weil diese Frau einfach keinen Bock hat, ihren Job zu machen. Ja? Sie ist dafür zuständig, diesem Wirtschaftszweig, diesem Industriezweig Grenzen zu setzen, zu sagen, okay, es kann nicht sein, dass wir für 5 Euro ein Kilo Hack kaufen können. Das kann nicht gut sein, ja? Das muss man wissen, dass das nicht gut sein kann, dass das irgendwo schnell aufgezogenes Fleisch ist. Und wenn man einmal den Vergleich schon mal gemacht hat und vielleicht dann auch Hack für entsprechend 3-4-fachen Preis gekauft hat, dann weiß man, das ist einfach ganz anderes Fleisch, eine ganz andere Qualität, ja? Und das kann, wie gesagt, der Verbraucher so einfach gar nicht entscheiden. Und wenn nur 10% des Fleisches da draußen tatsächlich anständig produziert ist, also halbwegs gutes Fleisch ist, wie soll denn der Verbraucher dann überhaupt die Möglichkeit haben, da was Anständiges zu kaufen? Wenn ich in den Supermarkt gehe oder den Discounter gehe und der hat irgendwie 1-2 Bio-Geschichten dann da und der Rest ist konventionell und schmeckt einfach nach nichts, ja? Ja, dann kann ich das auch den Leuten nicht verübeln, die das dann auch kaufen, wenn sie für was anderes auch gar kein Geld haben. Und manche sagen auch bewusst, das ist mir egal, ich kaufe das jetzt einfach, weil es halt da ist, ja. Und so ist es eigentlich insgesamt mit den Produkten. Die Produkte sind da, auch ohne nachgefragt zu werden, ja. Niemand hier in diesem Land hat sich hingestellt und nach Fidschi-Wasser geschrien. Braucht hier kein Schwein, ja. Das gibt's da draußen trotzdem und die Leute kaufen es, weil es das eben gibt. Aber da muss es doch vorher eine Instanz geben, die sagt, Moment, so ein Bullshit kommt hier gar nicht auf den Markt, das ist absolut idiotisch, das ist schlecht für die Umwelt, das ist schlecht für den Menschen, das ist schlecht für die Tiere, für alles ist das schlecht, dass sowas hier rübergekarrt wird, ja. Und so verhält sich das eben auch mit unseren Lebensmitteln hier. Niemand will dieses Billigzeug. Ich will anständig für meine Arbeit bezahlt werden und davon möchte ich mir anständige Produkte kaufen. Schluss. Und den Rest, den müssen doch unsere gewählten Volksvertreter erledigen. Ich kann der Industrie und der Wirtschaft keine Vorschriften machen. Frau Klöckner könnte das. Wenn sie ein bisschen weniger mit irgendwelchen Wirtschaftsbossen rumschmusen würde, dann hätte sie auch Zeit dafür, sich zu überlegen oder vielleicht auch EU-Richtlinien, die übrigens schon existieren, anzunehmen, auch national umzusetzen und zu sagen, okay, stopp, das Fleisch darf nicht mehr so billig angeboten werden, die Milch darf nicht mehr so billig angeboten werden, aber dann muss natürlich auch gleichzeitig was in der Produktion passieren. Ja? Also dann kann es nicht sein, dass wir trotzdem weiter dieses Billigfleisch kaufen und produzieren, und am Ende dann einfach nur die Discounter oder von mir aus den Molkereien einfach die ganze Kohle dann abstauben. Das kann es dann auch nicht sein. Also da muss man sich schon einen vernünftigen Plan überlegen. Und dafür ist die Wirtschaft, die Politik da und nicht der einzelne Verbraucher. Ja, es ist wirklich erschütternd, wie uns die Politik verarscht. Ja, anders kann man es ja gar nicht sagen. Furchtbar, wie sie alles immer auf den Verbraucher schiebt. Und da kommen wir eigentlich zum Knackpunkt. Warum tut diese Frau Klöckner nichts? Ganz simpel, ganz einfach. So funktioniert, wie ich es vorher kurz schon angedeutet und erklärt habe, der Kapitalismus. Viel produzieren,
viel Umsatz machen, viel Gewinn machen. Scheiß auf die Qualität. Und das sehen wir ja nicht nur bei Lebensmitteln, das sehen wir auch bei anderen Produkten, auch Elektronik und so weiter. Qualität egal, Hauptsache viel, viel, viel Masse produzieren. Wenn jetzt Frau Klöckner käme und sagen würde, hey, Industrie, Moment, da müssen wir für bessere Lebensbedingungen für die Tiere sorgen oder wie auch immer, wir dürfen die und die Pestizide nicht mehr einsetzen oder die Kühe müssten weniger Milch geben demnächst. Ja, was passiert denn dann? Dann geht es natürlich bergab mit der Wirtschaft, ja? Dann fallen die Umsätze, dann sind die Gewinne nicht mehr da, dann sind wieder irgendwelche Aktionäre natürlich enttäuscht. Klar, das wird sie nicht wollen und das werden natürlich die Lobbyisten, die hinter ihr stehen, erst recht nicht wollen. Also scheißegal, was produziert wird, Hauptsache viel und billig und die Leute kaufen das. Und genau das weiß Frau Klöckner. Deswegen finde ich es auch so unmenschlich und asozial, ja, wenn sie denn sich hinstellt und sagt, na, 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 ihr bösen Verbraucher. Sie will nichts machen, weil sie weiß, dass dadurch Umsätze und Gewinne flöten gehen. Da gehen vielleicht auch Arbeitsplätze verloren. Natürlich würden auf anderer Seite, wenn man sich um bessere Bedingungen kümmern würde, auch andere Arbeitsplätze entstehen. Die Lebensmittel würden teurer. Aber nicht gleich viele Menschen würden es kaufen. Deutlich weniger würden wahrscheinlich die Lebensmittel kaufen, weil die Menschen in diesem Land auch nicht so wahnsinnig gut verdienen, wie wir immer tun. Ja? Deutschland hat einen riesen Niedriglohnsektor, wahrscheinlich den größten in Europa. Klar, dann greift billig eben auch, dann kann man billig auch gut verkaufen. Und genau deswegen hat Julia Klöckner keinen Bock, irgendwas umzusetzen, was irgendwie die Umsätze und die Gewinne der Wirtschaft schmälern würde. Da würde sie sich ja ins eigene Fleisch und ins Fleisch, ja, Fleisch, ins echte Fleisch der Bauern schneiden. Das Problem ist nur, was ich auch in anderen Videos schon öfter mal angedeutet habe, wenn wir so weitermachen, fahren wir den Karren irgendwann gegen die Wand und dann ist Schluss. Also Deutschland hinkt bei so vielen Sachen schon vielen Ländern hinterher und macht immer bei allem weiter wie bisher. Und wenn wir was ändern, dann ändern wir das 2038 oder irgendwann. Also es ist schrecklich. Und genau da will diese Frau auch nichts tun. Ja? Also wenn ich so meinen Job machen würde, wäre ich schon längst weg vom Fenster. Sie macht aber nichts anderes als ihre Vorgänger und auch Vorgängerin. Also Ilse Aigner habe ich genauso geliebt. Diese Frau war genauso eine Marionette der Wirtschaft und der Industrie. Wenn ihr euch die zweimal nebeneinander stellt, auch mal anguckt bei YouTube, Aussagen, Videos, Zitate, die sind beide gelenkt. Also du merkst, sie geben immer die gleichen Antworten, der Verbraucher ist immer schuld. Oder wenn man irgendwas nicht einführen will, wie zum Beispiel Lebensmittelampel, heißt es dann, ja, der Verbraucher weiß ja besser, der Verbraucher kann ja lesen. Ah ja, genau, so Psychotricks, wunderbar. Klappt auch bei vielen Leuten leider. Aber die ziehen beide die gleiche Scheiße ab oder haben das Gleiche abgezogen. Ja? Wirklich richtig asozial. Immer ist der Verbraucher schuld und die Politik kann nichts machen. Was heißt das also? Heißt nichts anderes, als wir müssen Julia Klöckner irgendwie dazu kriegen, dass sie ihren Job macht. Entweder macht sie es jetzt oder das Ding fährt, wie gesagt, irgendwann gegen die Wand und irgendein anderer muss es richten. Und genau das ist meine Befürchtung, dass es am Ende irgendwie meine bzw. die jüngere Generation, die jetzt auch bei Fridays for Future dabei ist, dass die das am Ende wieder ausbaden muss. Ja? Irgendjemand wird es am Ende ausbaden. Da sind die wahrscheinlich, die es jetzt angezettelt haben, schon längst in Rente oder vielleicht auch schon ein paar Meter unter der Erde. Ja? Also es ist furchtbar, nach mir die Sintflut. Das ist irgendwie in Deutschland ja die Einstellung der Politik. Wir müssen was tun. Die Wirtschaft, die Industrie braucht Grenzen, braucht Verbote. Wir müssen dafür sorgen, dass eben weniger produziert wird. Gut für Mensch, gut für die Umwelt. Wir sind sowieso alle viel zu fett oder die meisten von uns, mich eingeschlossen. Ja? Wir bewegen uns zu wenig, wir essen zu viel. Das alles muss geändert werden. Ja? Wir brauchen anständige Produkte. Und wenn dann die Milch alle ist oder das Fleisch alle ist, wenn ich abends einkaufen gehe, dann ist das verdammt nochmal so. Dann gibt es noch tausende andere Lebensmittel im Supermarkt oder im Discounter, die ich immer noch kaufen kann. Ja? Dann brauche ich halt nicht jeden Tag Fleisch. Und ich für mich mache das auch so, dann kaufe ich halt am Wochenende das geile Steak. Und das kostet dann halt auch mal so ein kleines Steak, kostet dann halt auch mal 10 Euro. Aber dann weiß ich, dass es gut ist. Das schmeckt das einfach richtig geil dann am Wochenende. Und ich denke mir, wow, jetzt habe ich mir mal was gegönnt. Super, dann brauche ich dieses billige Zeug nicht. Aber selbst danach muss ich jetzt hier in der Großstadt erstmal suchen, dass ich so ein Ding überhaupt finde. Also es ist verrückt, was die Politik hier mit uns anstellt, wie sie uns quasi gegeneinander aufbringen will, uns aufstacheln will und sagt hier, nee, 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 ihr bösen Buben und Mädchen. Nein, nein, also das lasse ich mit mir nicht machen. Wir müssen Frau Klöckner oder beziehungsweise die Politik dazu bekommen, dass sie endlich der Wirtschaft Grenzen setzen und endlich kapieren, dass dieses unendliche Wachstum
uns irgendwann mal auslöscht, wenn es so weitergeht. Anders kann man es ja nicht sagen. Irgendwann ist Schluss, wenn wir so weitermachen. Und jetzt noch ein persönlicher kleiner Tipp an Frau Julia Klöckner. Auf dem Reichstag, den Sie bestimmt ganz gut kennen, steht dem deutschen Volke und nicht den internationalen Konzernen. Wäre schön, wenn Sie sich daran halten würden. Dann hätten wir viel weniger Probleme in diesem Land. Und jetzt meine Frage an euch. Wie geht es euch eigentlich bei dieser Situation? Sagt ihr, scheiß drauf, ich kaufe das Billigfleisch, ich kann es anders gar nicht leisten? Wärt ihr dann sauer, wenn es das nicht mehr gäbe, wenn Fleisch insgesamt teurer und dafür auch besser werden würde? Oder sagt ihr, ich gönne mir ab und zu Fleisch, aber dann gönne ich mir gutes Fleisch? Oder ihr kauft euch von mir aus auch gar kein Fleisch, kauft euch vielleicht anständige Milch oder auch Gemüse und Obst. Achtet ihr da auf irgendwas? Oder sagt ihr, ist mir alles egal, ich kaufe, was mir gerade quasi vor die Flinte kommt? Ich bin gespannt, schreibt eure Kommentare unten rein. Ich antworte auch gerne. Bis dann.